Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Sueben. Und im letzten Teil haben wir Bagakum eingenommen. Ich wollte hier ganz gerne den General tauschen, aber ich glaube jetzt sowieso gerade, wenn die Kriegsjungfer Suanetes, wenn die hier gleich attentätet, dann werde ich den Adelmar sowieso tauschen müssen. Also von daher warten wir mal einfach noch ein Ründchen ab. Ach, hier sind wir jetzt auch bei 100%. Dann kannst du ja mal hier runtergehen und hier unten die nächste Provinz transformieren. Kannst du hier weitermachen. Und ansonsten waren wir eigentlich auch, glaube ich, fertig mit der Runde. Vergeltung des Freier, die kann da nochmal stehen bleiben. Da reduzieren wir dem nochmal ein bisschen die öffentliche Ordnung und so weiter. Der Godafried, der kann da auch nochmal stehen bleiben. Ist ein bisschen schade, weil der so wenig zu tun hat. Und dann gucken wir jetzt mal, wo die Nervier uns angreifen. Ich befürchte ja, dass die Söhne des Brennus uns nochmal in Alabu angreifen, aber das finden wir jetzt raus. Und im schlimmsten Falle müssen wir da nochmal verteidigen, wer weiß. Naja. Also die Nervier haben uns vorhin Alabu abgenommen und jetzt mussten wir es halt nochmal zurückerobern und vielleicht greifen sie jetzt eine andere Provinz an. Ich weiß es nicht genau. Ich habe vorhin dummerweise bei Alabu die falsche Stellung genommen und habe da ultra viel Infanterie bei der Autoschlacht verloren. Es könnte jetzt nochmal zum Nachteil werden und es könnte sein, dass er sich die Provinz nochmal holt. Was ich nicht hoffe. Problematisch wird jetzt wahrscheinlich auch werden, dass wir Flevum nicht so einfach bekommen. Ja, Attacke halt, aber ich glaube, das haben wir... Ne, wir haben es nicht überlebt. Ist verwundet worden. Das ist auch krass, also wenn ich das bisher so... Mein Volk ist stolz und eures ist es auch. Ist okay, komm, mit Pergamon ist okay. Mit Pergamon ist okay. Ja, ich wollte sagen, dass... Ich habe es bisher wirklich sehr, sehr oft erlebt, dass die Attentatsversuche der KI glücken. Schildjungfer Rang 7, wunderbar. Schildjungfer Rang 3, machen wir nachher. Gut, der ist stehen geblieben, das soll mir recht sein. Ja, da komm, dann gehe ich mal mit dir auch noch dahin. Wenn wir Pech haben, dann würde er dich gleich versuchen zu attentäten, aber vielleicht macht das auch nicht. Jedenfalls ist er mit seiner Schildjungfer da hochgelaufen. Die hat einen neuen Level gekriegt, das machen wir jetzt auch noch schnell. Das ist die Militärausbilderin. Die auf jeden Fall noch mehr Hingabe bekommt. Dann werde ich dich jetzt tauschen. Obwohl, der bringt den Öffentlichkeitsbonus da. Das ist Bonus auf öffentliche Ordnung. Und Wachstum, was halt schon gut ist. Bleibt noch ein kleines bisschen drin. Unzufriedene Bevölkerung in Germania Minor. Wer hätte es gedacht? Unzufriedene Bevölkerung in Ponto Caspis. Was? Ne, motivierte. Inspirierte Bevölkerung. Wird immer besser. Okay. Den Schrein der Frick, den könnten wir tatsächlich noch ausbauen. Aber das... Wir könnten auch hier ein bisschen auf... Wir können auch den Hain des Barden bauen. Ja, komm, ne. Bau das hier aus und bau das hier aus und bau das hier aus. Bauen wir die komplett aus? Dann haben wir kein Geld mehr. Ich gucke. Das bringt minus 4. Das ist minus 8. Dann wären wir bei plus 1. Dann bauen wir erstmal das hier aus. So, und dann gucken wir mal. Dann haben wir da einen Puffer bei der öffentlichen Ordnung. Panem et Kekensis in Suaben erlassen. Wunderschön. Hain der Frick ist ausgebaut. Hülle des Lehrmeisters. Ja, alles klar. Bevölkerungsüberschuss in der Magna Germania. Das sieht doch gut aus. Baue ich... wo baue ich? Wo baue ich? Ich wollte ja noch in einer dieser Provinzen hier irgendwo was zum Rekrutieren bauen, aber ich glaube, das muss ich hier nicht unbedingt machen. Ich gehe mal hier auf Gemeinschaftsbereich. Motivierte Bevölkerung in Dakien. Ginge dann auch relativ schnell. Geh mal auf die normale Stellung. So, und dann kannst du jetzt ein bisschen rekrutieren. Nee, keine Söldner. Halt, stopp. So, normal bitte rekrutieren. Wollen wir so hier die Speerbrüder. Nimm mal 3 Stück. Der Rest ist ja Müll, ne?
Oder sollen wir noch ein bisschen warten? Wir können auch noch ein bisschen warten, glaube ich. Warte mal gerade. Wir warten noch, bis der Tempel fertig ist. Dann gibt es halt wenigstens noch einen Erfahrungsbonus. Dauert wahrscheinlich 5 Runden, aber... Naja. Wie verborgene Agent entdeckt. Hä? Ach so, unsere Tante hat den entdeckt. Ja, okay. Das ist nicht so dramatisch. Frage ist noch, was machen wir jetzt hier? Wann können wir den denn den Krieg erklären? Wie lange brauchen wir da noch? Mein Volk hört euch zu. Vergeudet 4 Runden. Eure Worte nicht. Ist dann doch relativ flott, ne? Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja. Wir brauchen gute Kämpfer. So, mach mal 3 davon. Und dann lösen wir die hier mal auf. Wieder im Gegenzug, gut. So, dann holen wir uns hier jetzt noch ein paar Speerbrüder. Das ist dann eine etwas bessere Infanterie. Die ist auch nicht so teuer. Ja, das Teil kannst du ehrlich gesagt nochmal ausbauen. Und für den Rest fehlt mir dann wieder das Geld. Das Problem sind die Söldner hier oben, die wir momentan zur Garnisonierung brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen die schon noch da oben. Solange die ursprüngliche Garnison so ultra schwach ist. Ja. Sollen wir mal eine Flotte aufstellen? Der Leuthacht. Plus 1 Autorität. Hingabe. Der Kunibert. Weißt du was? Wir stellen mal eine Flotte auf. Und nimm mal 3 Schiffe dazu. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können wir hier auch gegen Flevum ein bisschen mehr Druck machen. Falls wir es machen müssen. Ansonsten werden wir es hier bestimmt gebrauchen können. Und dann können wir auch mal ganz langsam uns so an diese Technologien mit den Flotten rantasten. Ich habe zu wenig Truppen und ich führe zu viel Krieg. Das ist echt nicht so gut. Naja, schauen wir mal in die nächste Runde rein. Habe ich was vergessen? Charakter, Ermengard. Wo ist sie? Whoops. Wo ist die Ermengard? Hier. Ach, die ist das. Oh, schön. Bewegungsreichweite, Gemetzel. Mach das mal. So, und dann trinke ich mal noch einen Schluck Kaffee, beziehungsweise ich schenke mir mal einen ein. Bin mal noch gespannt, was die Makedonen so auf den Appel kriegen. Nein, ich war nicht auf dem Klo. Das ist in der Tat meine Kaffeekanne. Aber es sieht gut aus für uns. Oh, nicht es ist an der Zeit, dass sich gerechte und die sitzen eigentlich da, wo ich auch irgendwann hin will, ne? Deshalb schlage ich dies vor. Tja. Okay, warum nicht? Das ist nicht so schlimm. Bei den Kessetanern geht's noch. Da habe ich dann wenigstens noch ein bisschen Auswahl. Nee, no fucking way. Nee. Nix hier. Flevum ist mein Junge. Kannst so viele Einheiten und Generäle von dir aufstellen, wie du willst. Flevum wird angegriffen werden. Oh, ein edler Tod. Müssen wir gleich gucken, für wen. Der Dingsbums entdeckt worden. Momentan erforscht fortgeschrittener Sattel. Dagarik. Natürlicher Tod. Da oben der Fritze. Ah ja, okay. Kunigonde, Stabträger. Pflichtruf für Sleipnirs wilde Mähne. Ja, dann nehmen wir doch dich. Für den Allerhöchsten! Da nehmen wir doch dich. Ich erwarte eure Befehle. So, wir haben Bevölkerungsüberschuss in Suaben. Und ich wollte ja gerne hier
das Ding aufwerten und hier einen Gemeinschaftsbereich bauen. So, nice, endlich. Dann... Was möchtet ihr besprechen? Ist meine Stabträgerin wieder heimgekehrt? Und du kannst hier mal eine Militärsabotage machen und versuchen, die Vorräte zu vergiften. Bereitet mir Freude. Wenn geklappt. Bestand jemals Grund zu zweifeln? What? Echt? Hast du nur so wenig vergiftet? Schade. Wie kann ich von Nutzen sein? Ja, du kommst immer mit dazu. Ich setze jetzt die Agenten hier auch ganz offensiv ein, also mit purer Absicht natürlich. So, das wird alles ausgebaut. Hier gibt es noch eine Hütte des Lehrmeisters. Für den Allerhöchsten. Und nächste Runde sind wir dann bereit, um hier anzugreifen. Ich erwarte weitere Befehle. Bewegt euch, Männer. Wo ist eigentlich die... Ach, die Grenze war schon hier. Ah, ja. Oh, das ist ja gar nicht mal so eine kleine Flotte, ne? Aber das sieht so aus, als wollten die Ikena da... Als wollen die Ikena da was machen. Versuchen wir das mal auszunutzen. Ich sehne mich nach einem Kampf. 55% Erfolgschance für Hinterhalt. Meinem Volk. Machen wir das mal. Schieben uns da halt mal rein. Für den Stamm. Wir brauchen gute, starke Männer. Groß ist denn die Garnison hier wieder? Ja, dann gehst du mal hin und wirst mal zumindest diese Kavallerie-Söldner auflösen. Den kannst du... Ja, doch, komm, dann sind wir bei 8000, das ist okay. Öffentliche Ordnung ist nur bei plus 2? Warum ist denn die so niedrig? Ach so, Flevum gehört mir noch nicht. Ja, ja, sonst hätten wir das natürlich direkt ausbauen können. Gucken wir gerade noch weiter durch, ob wir noch irgendwo die Möglichkeit haben, was Interessantes zu bauen. Hier sieht gut aus. Sammelgedingsbums baut. Stoppwachte. Halt, 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 halt. Bereit zum Kampf. Ich brauche 3 Speerbrüder. Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben. Und dann nimmst du noch den da irgendwie weg. Auflösen. So. Ja. Gepriesen sei der Allvater. Wie kann ich helfen? Wie kommt Bithynien hier hin? Wow. Wie kommt Bithynien hier hin? Heftig, heftig, heftig. Ey, was geht denn, Alter? So, dann würde ich mal sagen... Wie? Helf. Was möchtet ihr besprechen? Ja, ja, lauf mal hier. Da. Ich reise auf leisen Flügeln. Flotte bereit! Den Friduhelm gibt's immer noch. Das ist echt witzig. Friduhelm. Segel nochmal hier runter. Guck mal, was sich da so getan hat. Die Windschilde. Nee, das geht überhaupt nicht. Müssen wir anders benennen. Ich schau mal ganz schnell nach. Ich habe hier noch ein Büchlein. Schauen wir gerade im Verzeichnis. Ob ich hier was finde. Tote, Untote, reicht das Hehl. Der Hehl, Entschuldigung. Magie, niedere Mythologie. Was haben wir nach so? Bezieht sich halt alles auch eher auf die spätere Zeit. Das ist immer ein bisschen schade. Riesenzwerge und Alben. Hm. Ja. Hm.
Naja, das finde ich vielleicht bis zum nächsten Mal dann raus. Wenn ich jetzt noch... Ah ja, das ist alles schon Wikingerzeit. Ja, ja. Wenn ich da wenigstens jetzt noch was finden will, dann würde das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Götterwelt des germanischen Altertums. Aber da fällt mir bestimmt noch was ein. Okay, ich blätter dann nachher nochmal da drin ein bisschen rum. Vergeltung des Freier da unten. Hells Einherjahr. Also die Armee müssen wir auf jeden Fall irgendwann noch aktivieren. Sleipnir Mildemene da oben, ja. Ja, die, also so dick müsste die Armee schon bleiben, damit ich die Provinz dann nicht gleich wieder verliere. So, dann gucken wir mal, was die... dann gucken wir mal, was die Ikena da jetzt veranstalten. Da könnte eine gepflegte Bambule bei rumkommen. Oh, nee, ist nicht dein Ernst. Wenn die Götter uns zusehen, fragen sie sich sicher auch, warum unsere Freundschaft nicht stärker ist. Ich weiß auch, was sie sich sonst noch so fragen werden. Die werden sich mich fragen, willst du wirklich Thylis angreifen und ich den Krieg erkläre? Nee, deswegen nicht. Ja, ja. Was ist denn das da oben? Ich glaube, das ist die Armee in Alabu, ne? Das ist nicht die Flotte. So, wir segeln jetzt die Nervier hin. Dann will er wahrscheinlich die Garnison angreifen, denke ich. Naja, da müssen wir mal gucken. Die Sequaner sind wieder da. Und gehen mir auf die Nüsse. Handelsabkommen mit Makedonien existiert nicht mehr. Nee, ist nicht dein Ernst. Wie habe ich denn das jetzt... Ach, mit den Schiffen, die zählen als Einheiten. Okay, Sekunde, Leute. Das... Ja, wie wirkt das? Ja, ich weiß. Aber nee. Das kann ich nicht... Das kann ich leider nicht hinnehmen. Truppen können zur Verhinderung innerhalb der Siedlung stationiert werden. Zusätzlich unterdrücken sie rebellische Tendenzen in der Bevölkerung. Ja gut, okay, das ist klar. Dann muss ich das ein bisschen anders machen. Da müssen wir mit der Flotte noch ein kleines bisschen warten. Weil das ist dann sonst zu... Das geht mir sonst zu fix. Zeig mir nochmal gerade hier. Da momentan... 69. Und vorhin habe ich 6 Stück gekriegt. Da hatte ich genau 75, meine ich. Nochmal. Also das Restgeld da sparen wir jetzt. Oder? Genau, ich hatte 3 Speerbrüder rekrutiert. Das sind, glaube ich, alle. Und die Söldner zählen auch mit. Das ist auch problematisch für mich. Muss ich ansonsten nachher noch ein paar Söldner auflösen. Okay, hier die Ikena machen wieder den gleichen Scheiß wie vorhin. Ne, die machen einen anderen Scheiß als vorhin. Hä, wo rennen die denn jetzt hin? Okay, wir machen Folgendes. Ich gehe dann hin und werde den Ikenern sagen, wir brauchen ein gemeinsames Angriffsziel und so weiter. Ach nee, und jetzt killt er mir den. Ja. Und tschüss, Taco, weg ist er. Und jetzt killt er mir den auch noch. Ey, in Notwehr, yeah. Okay, aber den Spion hätte ich lieber gehabt. Mach mal schneller. Holt er die Schildjungfer, holt er jetzt zurück? Aha. Ja, Handelsabkommen aufgelöst, Makedonien, ja. Gent wurde entdeckt, da drüben, ja. Godafried wurde entdeckt, ja. Remakle wurde gedingst. Sabotieren. Weiß ich jetzt nicht, ob es erfolgreich war, will ich herausfinden. Kunegonde wurde versucht, aber hat sich gewehrt, ja. Setzt euch und teilt mein Feuer. Was möchtet ihr besprechen? Du müsstest eigentlich anfällig sein gegen meine Stabträgerin. Heuere mal einen Attentäter an. Feind verwundet. Perfekt. Rang 6. Perfekt.
Mehr Forschungsrate. Gepriesen sei der Allvater. Wie kann ich helfen? Grasland, 25% Hinterhalterfolg. Und hier? Das ist kein Grasland, das ist überall Wald. Und hier? Ach nee, das wird nicht gehen, weil ich muss hier gucken, dass es irgendwie noch in meinem 50% Bewegungsreichweite Radius ist. Aber wie wäre es denn hier? Oder... Ja, das ist ein bisschen zu weit. Oder hier? Aber das zählt als Grasland. Naja, da laufen wir hier hin. Sei der Allvater. Endlich Aufregung. Wir machen uns auf den Weg. Da habe ich nur ein Viertel Erfolg, ja. Und wenn ich auf Plündern gehe, ich habe kurz so viel Bewegungsprobleme. Nee. Das Überraschungsmoment wird auf unserer Seite sein. Dann machen wir hier Hinterhaltsstellung. Und ich sage hier Kriegsziel festlegen. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ja, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Ja, können wir eigentlich machen. Mal 1100 vielleicht, hä? Komm, zeig mal, das macht ihr doch bestimmt. Sicher. Ja, warte mal kurz. Ich muss dann wieder an den Einheiten rumwursteln. Du solltest übrigens eigentlich da drin warten. Warum bist du da rausgegangen? Das ist gar nicht so clever. So, ich brauche hochstufige Tavernen. Vielleicht nicht unbedingt hier. Vielleicht doch eher hier, weil da kriege ich den Erfahrungsbonus. Dann warten wir da noch ein bisschen. So. Hier. Die Kiste und die Kiste. So, jetzt können wir das nochmal probieren. Mit den Ikenern. Willkommen! Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die Allerwertesten... Gelobt seien die Götter. Sie haben uns zu weißen Gesprächen und inniger Freundschaft. Ja, das ist schön. Moment, mal wird sie löschen. So, jetzt gehen wir nur hier hin. Ziel, dies betont die strategische Wichtigkeit des Ziels, damit eure Streitkräfte wissen, dass sie nach Möglichkeit Truppen zum Angriff senden sollen, ja. So. Ich hoffe, die Ikener machen das jetzt und hören auf, die Atrebaten da zu nerven. Denn die Atrebaten sind scheißegal. Ich schreite auf geheimen. So, dann machst hier den. Schmeiß mal hier den Kulturgenerator an. So, wie sieht das jetzt nochmal bei der Mission aus? Aktuell 3. Ja, da müssen wir gucken, dass wir ein paar auflösen. Er will noch hier irgendwie Verstärkung haben, vermute ich. Gut. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Warum nehme ich dich eigentlich nicht von den Steuern aus? Die Steuern da, die bringen mir doch gar nicht so viel. Ja, das da kannst du auch noch ausbauen. Ich glaube, das da können wir auch noch ausbauen. Ja, warum nicht? So, dann zeigen wir noch ganz kurz die. Ja, du bleibst da, du bist hier, du bist hier, du bist da. Ach ja, du solltest ja nochmal gucken.
Du wirst noch umbenennen, wenn du kannst mal hier bleiben. Du kannst hier, da hältst ein her, ja, Mjölnir. Ja. Runde, aber keine neuen Skills gekriegt. Gut, gut, gut. Also die Truppen hier, die sind ja immer noch ziemlich angeschlagen, wie wir wissen. Und jetzt müssen wir das mal ganz kurz, Pferdezucht, ja. Und hier auch noch Gedöns, damit wir dann noch ein paar von der Ritrum bekommen. Ah ja, wir gehen direkt auf die Eisenschmiede. Damit wir noch mehr, noch bessere Infanterie bekommen. Wir müssen jetzt auch irgendwann mal davon ausgehen, dass vielleicht noch ein paar andere Fraktionen uns den Krieg erklären. Momentan sind es ja zum Glück nur zwei, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja. Und spätestens, wenn wir hier unten in Darkien loslegen, dann wird es da auch ungemütlich. Blockier doch mal. Die Ikener sollten jetzt mal den Hafen von... Ach, Mann, das ist doch langweilig. So, und ich will jetzt endlich Flevum einnehmen. Ach, nee, der blockiert... der... Ah, nee, gut, er hat's auf meine Agentin abgesehen. Hab jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, sie steht noch da. Nee, sie ist weg. Ja, ja, genau, geh da mal an Land. Das ist, da wo diese Nebelschwaden sind. Geh da mal an Land und lass mich in Ruhe. So. Die alte Gund wurde gemeuchelt. Dankeschön. Das hat mich auch gefreut. Agent hat sich erholt, der Remakle. Aha. Athen, Libyen, Handelsabkommen aufgelöst. What the fuck? Verbündeter bestätigt Kriegsziel. Gut. Ja, klar, Gerüchten widersprechen. Ich gebe hier... Die Stabträgerin ist Rang 6, alles klar. Ja, ich gebe hier definitiv keine Gravitas her. Was hat er denn da für eine Garnison? Die ist nicht so stark. Die Geißeln der Seele. Was? Die Geißeln der See. Ja, die Geißeln der Seele habe ich gelesen, das wäre auch noch cool gewesen. So, nochmal gerade. Handelsabkommen aufgelöst mit Athen. Handelsabkommen aufgelöst mit Libyen. Schon wieder. Aber Libyen hat mir Geld dafür gegeben, das weiß ich noch. Vielleicht haben die das auch wieder zurückerobert. Das kann natürlich sein, dass sie halt innerhalb einer Runde, dass da eine Fraktion halt den Hafen verliert und dann direkt wieder zurückerobert. Bei Athen ist das aber nicht der Fall. Oh, oh. Gepriesen sei Kurs beibehalten. Ja, das sieht nicht gut aus. Dann schauen wir mal weiter. Haushalt erweitert sich. Plus 5 Moral für alle Einheiten. Was haben wir momentan? Plus ins Autorität. Nee, in die Gruppe schicken. Bündnis Karthago Libyen. Bündnis geschlossen. Trapezunt, Chimera. Ist okay. Ist für uns relativ unbedeutend. Von ihren Meistern im Stich gelassen. Karthago von Libyen. Okay. What? Doktore, Schildjungfer, Militärausbildungsbonus. Gut. Gut. Sehr gut. Leider sind die Katapulte ein bisschen angeschlagen. Aber Flevum hat ja auch keine dicke Garnison. Baubericht. Ja. Bereit zum Kampf. Ja, geh mal bitte auf die normale Stellung. Und dann greifst du mal gerade die wilden Korriganen an. Ja. Ja. Okay. Verstärkung, 1410 Mann. Oh, mein Telefon klingelt mal. Ja. Moment noch.